So einfach und schnell und so lecker. Ich zeige dir in diesem Video, dass dein Waffeleisen viel mehr kann als Waffeln zubereiten. Du kannst damit Frühstück zubereiten, Hauptmahlzeiten, Snacks und Fingerfood. Ah ja, und Nachspeisen geht auch. Willkommen bei der Lifehackerin. Ihr liebt unsere Waffeleisenrezepte und ich auch. Und deshalb gibt's heute neue Ideen aus dem Waffeleisen und wir starten direkt mit Brötchen. Den Teig aus der Packung nehmen und entweder ein großes Brötchen in der Mitte des Waffeleisens backen oder den Teig halbieren, etwas rund formen und so gleich 4 Stück auf einmal backen. Zuvor das Waffeleisen einfetten. Ich verwende Butter, du kannst aber auch Öl verwenden oder das Eisen mit so einem Backspray einsprühen. Teig in die Mitte jeder Waffel geben, Deckel schließen und dann kann's losgehen. Zwischendurch kontrollieren, wie weit die Brötchen schon sind. Und das Waffeleisen allenfalls nicht ganz schließen, damit der Teig besser aufgehen kann. Wenn die Brötchen stellenweise schön braun geworden sind, sind sie fertig. Bei uns hat das rund 3 Minuten gedauert. Oh, klasse! Also ich dachte, die gehen gar nicht so stark auf, werden viel mehr gequetscht, aber die sind eigentlich schön luftig. Und schmecken so wie aus dem Ofen, also richtig gut. Und ich habe gleich noch eine Idee, wir könnten da doch noch was reintun, zum Beispiel Käse. Mein Plan ist, diese Käsewürfel in den Teig einzupacken und so Käsebrötchen zu backen. Ich schneide eine Portion Teig wiederum in 2 Stücke, drücke diese etwas flach, gebe ein Stück Käse darauf und verpacke diesen, so dass der Teig rundherum verschlossen ist. Waffeleisen wiederum kurz einfetten und dann die gefüllten Brötchen ebenfalls rund 3 Minuten backen. Ich bin gespannt, ob mein Plan aufgeht und der Käse in der Mitte schön flüssig wird. Perfekt. Fondue-Brötchen oder Raclette-Brötchen. Dazu würde doch jetzt eigentlich noch Speck und Ei passen. Bratspeck direkt, also ohne zusätzliches Fett, in das Waffeleisen legen. Falls es von der Größe her nicht passt, einfach zuschneiden und dann wird gebrutzelt. Das dauert länger, als ich gedacht hätte und wird auch nicht ganz kross, zumindest in unserem Waffeleisen. Wenn du ein Eisen für dünnere Waffeln hast, geht das vermutlich besser. Ich hole meinen Speck nach 6 Minuten raus und nutze das zurückgebliebene Fett gleich noch für ein Spiegelei. Das Eiweiß verteile ich in 2 Felder, damit mir das Ganze nicht überläuft. Das Eigelb kommt dann aber ganz auf eine Seite. Das Waffeleisen nun nicht schließen, denn sonst würden wir das Eigelb kaputt machen. Das Spiegelei braucht etwa 3 Minuten und gegen Ende können wir unsere Käsebrötchen nochmals in die anderen Felder geben, um sie nochmals etwas zu wärmen. Wenn das Eiweiß komplett gestockt ist, rausnehmen. Da das Eiweiß so luftig weich ist, ist das gar nicht so einfach. Puh, geschafft! Nur noch etwas Gewürz und dann habe ich mir dieses herzhafte Frühstück aber redlich verdient. Da ich ja nicht mit vollem Mund sprechen sollte, müsst ihr jetzt halt warten, aber es hat sich gelohnt. Ich kann euch versprechen, das ist richtig lecker. Auch die Zitterpartie mit dem Ei. Ich hatte echt Angst, also das war definitiv der schwierigste Punkt, das wieder rauszukriegen aus dem Waffeleisen. Aber hat sich gelohnt, es ist sehr, sehr lecker. Ist das noch zu toppen? Wir machen gleich Waffeln aus Reis. Zuerst widmen wir uns aber dem Belag. Dazu Tomaten klein schneiden, etwas Zwiebel und Avocado. Ein paar Spritzer Limettensaft darüber träufeln und mit Salz und Pfeffer und mexikanischer Würzmischung abschmecken. Alles etwas zerdrücken und gut mischen. Den Reis habe ich zuvor bereits gekocht und schichte ihn nun im Waffeleisen auf. Das ist also auch ein tolles Rezept, wenn Reis übrig geblieben ist.
Ich verwende hier Basmati-Reis, weil der so schön klebt. Die Reiswaffel braucht etwa 10 Minuten, danach rausnehmen und ganz kurz etwas abkühlen lassen. Dann kommt unsere Avocado-Masse drauf. Und zum Schluss noch etwas geräucherter Lachs. Echt lecker. So eine Kombination aus Mexikanisch und Japanisch, das ist echt, würde ich so empfehlen. Optisch, da kann man noch ein bisschen dran arbeiten. Ich habe mir die Waffeln so ein bisschen definierter vorgestellt. Vielleicht hätte ich vor dem Waffeln so den Rand noch ein bisschen kompakt drücken müssen. Das würde ich auf jeden Fall das nächste Mal versuchen. Falls dir das aber zu kompliziert ist, ist das vielleicht was für dich. Wir lieben Pellkartoffeln und daraus zaubern wir nun einen wirklich einfachen, schnellen Snack. Waffeleisen einfetten und dann die Pellkartoffeln drauflegen. Du kannst große oder kleine verwenden. Wichtig ist einfach, dass sie wirklich bereits gekocht sind. Beim Deckerschließen werden die Kartoffeln direkt zerdrückt. Das ist natürlich gewollt. Nach etwa 3 Minuten haben wir leckere Smashed Potatoes oder eben Kartoffelwaffeln. Dazu mache ich noch schnell einen Kräuterdip aus Creme Fraiche, Schnittlauch und Gewürzen. Das ist doch ein super leckeres Abendbrot. So einfach und so lecker. Du denkst, das war schon alles? Natürlich nicht. Wir machen Buletten. Dazu habe ich hier veganes Hack. Du kannst ein beliebiges Hack verwenden. Dazu kommen geschnittene Zwiebeln, eine Knoblauchzehe, frische Kräuter, ein Ei, etwas Senf, etwas Wustersoße, Salz, Pfeffer sowie Paprikapulver. Alles miteinander vermischen und dann noch etwas Paniermehl dazugeben, bis wir eine schöne Konsistenz erhalten. Gut verkneten. Damit ist die Masse bereit. Nun das Waffeleisen wieder einfetten, aus der Hackmasse kleine Kugeln formen und 4 auf einmal anbraten. Nach etwa 3 Minuten sind unsere Waffelbuletten fertig. Ich serviere sie mit etwas Senf. Richtig lecker und die sehen auch richtig klasse aus, oder? Übrigens, du könntest auch noch so Eisstiele verwenden und die aufs Waffeleisen legen und dann einfach größere Buletten machen. Dann hättest du quasi Buletten am Stiel oder so. Und ja, das ist eigentlich eine perfekte Überleitung, denn jetzt gibt es noch Nachtisch. Das ist Frischkäse und das sind Butterkekse. Und daraus machen wir nun einen Cheesecake. Einfach im Waffeleisen. Wir verquirlen ein Ei, geben Zucker dazu sowie etwas Zitronenabrieb. Dann kommt der Frischkäse rein und alles wird gut zu einem jetzt noch etwas flüssigen Teig vermischt. Die Butterkekse müssen wir ganz fein zerbröseln. Dazu gebe ich sie in eine Tüte und bearbeite das Ganze mit einem Nudelholz. So, die Butterkekskrümel kommen nun ebenfalls in den Teig. Alles vermischen.
Waffeleisen einfetten und den Teig schön über die ganze Fläche verteilen. Es duftet schon nach kurzer Zeit unglaublich lecker. Und nach etwa 3 Minuten sind die Cheesecake-Waffeln auch bereits fertig. Das ist echt mega lecker. Also ich als absoluter Cheesecake-Fan bin total begeistert von diesen Waffeln. Welches Rezept gefällt dir am besten? Schreib es uns doch gerne in die Kommentare und auch, was wir als nächstes im Waffeleisen zubereiten sollen. Was wir bereits gemacht haben, findest du hier. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Hack. Bis dann. Tschüss.